Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Conan Exiles Infovideo. Endlich hat Funcom den seit Dezember 2020 angekündigten Patch 2.3 auf die Test-Live-Server von Conan Exiles aufgespielt. Die wichtigsten Infos dieser Patch-Notes habe ich für dich ins Deutsche übersetzt. Wenn dir die Folge gefallen sollte, denk bitte daran, meinen Kanal durch ein Abo, einen Like und einen Kommentar zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Ansehen dieser Folge. Das Update 2.3 umfasste bei mir 9,3 GB. Es steht aktuell ausschließlich für PC-Spieler zur Verfügung. Wann die 7. Veröffentlichung und damit auch dieses Update für die Xbox One und PS4 Consoleros kommen wird, weiß ich leider nicht. Dieses Update ist noch im Testbetrieb und daher nicht final. Änderungen können und werden im Laufe der nächsten Tage, vielleicht sogar Wochen, unter Garantie eintreten. Wenn auch du Lust haben solltest, diese neuen Inhalte zu testen, lade dir auf dem PC einfach die Test-Live-Umgebung herunter. Die Informationen diesbezüglich findest du auf Steam. Und nun geht es los. Grüße, Exilanten der Test-Live-Länder. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir angekündigt, dass wir Verbesserungen auf der Isle of Scepter basierend auf der Grundlage eures Feedbacks während dieser frühen Zugriffsphase bringen werden. In 2.3 führen wir die meisten dieser Änderungen zusammen mit einer neuen Reihe von Korrekturen und Verbesserungen für das Kernspiel ein, einschließlich einiger oft angeforderter Funktionen. Wir haben das Feedback laut und deutlich gehört und wir haben hart daran gearbeitet, die Isle of Scepter-Erfahrung zu verbessern. Wir haben die Insel mit brandneuen NPC-Lagern gespickt, von großen Fraktionslagern bis hin zu kleinen Außenposten, sowie neuen Sehenswürdigkeiten, um die Erkundung zu einer neuen Reise zu machen. Innerhalb dieser Camps haben wir auch neue Aktivitäten eingeführt, um jede eurer Reisen zu einem wiederholbaren Erlebnis zu machen. Zum Beispiel kannst du jetzt Gefangene retten, um sie in deinem Gefolge aufzunehmen. Oder du kannst die Leichen von Pfadfindern plündern, die wertvolle Informationen mit sich führen. Für die jemand bereit ist, einen saftigen Preis dafür zu zahlen. All dies und mehr findest du in den neuen Lagern und Sehenswürdigkeiten, die mit 2.3 eingeführt werden. Wir überarbeiten auch die vorhandenen Funktionen von Isle of Scepter, um sie attraktiver und lohnender zu machen, wie Walls, die mit neuen Feinden und Beute in Dungeons der Stufe 60 umgestaltet wurden. Oder der Sturm, der eure Gebäude nicht mehr zerstört, sondern jetzt auch eine der neuen Fraktionen beherbergt. Und die wilden Fluten haben auch einen Facelift erhalten. Darüber hinaus ersetzen wir die wilde Flutmechanik durch die Säuberung, die nun eure Verteidigungen wie in den Exile-Ländern herausfordern und eine wertvolle Quelle von Thralls und Machtfragmenten sein wird. Diese Machtfragmente lassen dich auch das Innere des Turms von Scepter erkunden. Und wie bei jedem großen Update führen wir auch eine Reihe neuer Funktionen, Korrekturen und Verbesserungen des Kernerlebnisses für das Spiel ein. Zum ersten Mal auf dem PC fügen wir einen offiziellen Singleplayer-Offline-Modus hinzu, mit dem du das Spiel auch dann spielen kannst, wenn die Online-Version nicht verfügbar ist. Mit den Sprintangriffen führen wir auch neue Züge in die Kampffähigkeiten ein. Ebenso haben wir Spinnen zu gefährlicheren Angreifern gemacht. Und jetzt kannst du auch die Folgeentfernung im Radialmenü deines aktiven Begleiters festlegen, so wie viele Spieler es gefordert haben. Wir können es kaum erwarten, dir dieses neue Update an die Hand zu geben, eines der ehrgeizigeren, die wir bisher für Conan Exiles veröffentlicht haben. Aus diesem Grund lassen wir dich jetzt einen ersten Blick auf Test Live werfen, mit der Bitte, dass du uns hilfst, es für die Live-Veröffentlichung in naher Zukunft in Form zu bringen.
Wenn du dich entscheidest, dieses neue Update auszuprobieren, warten wir gespannt auf dein konstruktives Feedback. Bitte lass uns wissen, was wir weiter verbessern sollen und welche Veränderungen sich in die richtige Richtung entwickeln. Nochmals vielen Dank für dein kontinuierliches Feedback, den Support und bleib gesund. Bitte denk daran, dass neue Updates mit deinen bereits installierten Mods durcheinander kommen können. Wir empfehlen, eine Sicherung der aktuellen Datenbank zu erstellen, bevor du auf einen neuen Patch aktualisierst, wenn du Mods installiert haben solltest. Die Patch-Highlights. Neue interessante Orte und Aktivitäten auf Zipta. Verteilt auf 3 neue Fraktionen, stygische Söldner, Schwarzhand-Korsaren und die Verfluchten, sind unzählige neue NPC-Lager auf der Insel Zipta entstanden. Innerhalb dieser Lager kannst du dich an neuen Aktivitäten beteiligen, wie der Befreiung gefangener Thralls, um deine Reihen zu verstärken, oder an Altären für mächtige Buffs zu beten, sowie neue Verkäufer und Überraschungen, die du entdecken kannst. Aktualisierte Vaults, Sturm und die wilde Flutmechanik. Diese 3 Funktionen waren früher eng miteinander verbunden, so dass man eine nach der anderen machen musste. Mit Update 2.3 können sie nun separat genossen werden. Die tiefen Gewölbe, Vaults, in denen noch die Überreste der alten Rassen leben, sind jetzt alle Verliese der Stufe 60 und bieten großartige Belohnungen. Die schrecklichen Sturmmonster sind immer noch eine wichtige Quelle der mysteriösen Essenzen, die erforderlich sind, um die beschworene Flut zu kontrollieren, die du jetzt auch während eines Sturms jederzeit beginnen kannst. Wilde Fluten hingegen werden nicht mehr auf der Insel Zipta erscheinen und durch eine bekannte und beliebte Mechanik aus den Exile-Gebieten ersetzt werden. Neue Säuberung und Schatzkammern. Dein Lager und die Siedlungen können von nun an Säuberungen zum Opfer fallen, wie du sie aus den Exile-Gebieten her kennst. Zusammen mit den neuen NPC-Lagern und Aktivitäten kann dies eine eintragsreiche Quelle für dein Thrall-Herr sein, wenn es dir gelingt, deine Basis zu verteidigen. Du kannst auch eine Konvergenzfalle verwenden, um eine Säuberung zu provozieren. Dies kann sehr praktisch sein, weil menschliche Angreifer gefangen genommen werden können, da Thralls und ihre Bosse sogar Machtfragmente fallen lassen könnten. Diese können verwendet werden, um eine Kammer innerhalb des Turms von Zipta zu betreten, mit neuen Herausforderungen und Reichtümern. Sprintangriffe. Das Kampfsystem in Conan Exiles wurde bereits mehrfach aktualisiert und optimiert. Und dieses Mal freuen wir uns, die brandneue Sprintattacken einzuführen. Bring deinen Sprintimpuls zum Einsatz und versuch, deinen Gegner zu treffen. Jede Waffe hat ihren eigenen Sprintangriff bekommen. Fühl dich frei, die neuen Verbesserungen auszuprobieren. Starte einfach mit dem Sprint und aktiviere gleichzeitig einen Angriff. Glückliche Jagd an alle. Neuer Singleplayer-Offline-Modus. Brandneu mit 2.3 ist ein offizieller Offline-Modus für den PC. Wenn du das Spiel ohne Internetverbindung startest oder während des Spielens die Verbindung verlierst, kannst du jetzt Conan Exile im Einzelspieler spielen. Eine Eingabeaufforderung in der unteren rechten Ecke des Hauptmenüs wird dir anzeigen, ob du im Offline-Modus spielst oder nicht. Bekannte Probleme. Die Rettung von gefangenen Thralls aus Käfigen wurde in der ersten Build-Version deaktiviert. Dies ist eine Funktion, die noch ausgearbeitet wird und während des Test-Life-Zeitraums wieder aktiviert wird, sobald sie fertiggestellt wurde. Flurschrein-Kohlebecken werden doppelt angezeigt, solltest du eine Datenbank aus einer vorherigen Version laden. NPCs, die von Spielern auf gemoddeten Servern gejagt werden, könnten durch den Boden fallen und unter bestimmten Umständen auf die Koordinate 0 teleportiert werden. An einer Lösung wird derzeit gearbeitet. Große Textteile zu den neuen Elementen und Geschichtsteile fehlen möglicherweise in diesem ersten Bild. Dies wird während des Test-Life-Zeitraums korrigiert werden. Die neuen 2.3 Lager haben Bausteinflächen, die kleiner sind als vorgesehen, was den Respawn von NSCs verhindert.
Aesir-Bogenschützen sind auf der Exiled Lands-Karte unsichtbar, während du auf einem Listenserver, also Einzelspieler oder Koop, nach der Aktualisierung auf 2.3 spielst. Das erneute Wiederbetreten des Asyl der Außenseiter sorgt derzeit dafür, dass die Gegner doppelt erscheinen. Einige Rüstungsgegenstände, die mit 2.3 eingeführt wurden, sind aktuell für den Charakter unsichtbar. Um visuelle Artefakte zu verhindern, wurde die Sichtweite in großen Camps reduziert. Das Kane-Equipment bietet extrem hohen Rüstungswert und Boni. Dies wird während des Test-Life-Zeitraums überarbeitet. Die Patch-Notes im Detail. Leistung und Stabilität. Optimierte Trebuchet-Effekte sind weniger ressourcenintensiv. Es wurde eine Reihe von Engine-Optimierungen hinzugefügt. Optimierter Spam in den Serverlogs. Modding. Wir haben die Art und Weise angepasst, wie Serviceakteure während der Kartenlast registriert werden. Exploit-Fixes. Es wurden zusätzliche Instanzen behoben, in denen es möglich war, unendliche Ausdauer zu erreichen. Es wurden zusätzliche Unicode-Zeichen behoben, die verwendet werden konnten, um unsichtbare Namen für Clans und Spieler zu erstellen. Dem Anti-Undermesh-Tool wurde eine neue Reihe von Verbesserungen in Richtung falscher Positiv- und unentdeckter Standorte hinzugefügt. Das Tool ist jedoch noch in Arbeit und nicht sicher für die Nutzung auf Siebter. Es wurde eine Reihe von Orten behoben, an denen Spieler Strukturen außerhalb der Grenzen bauen konnten. Es wurde ein Exploit in Bezug auf die Vermeidung von Schaden über Zeit und Todeseffekten behoben. Es wurden Situationen behoben, in denen Spieler vorübergehende Unbesiegbarkeit erreichen konnten. Und unerlaubtes Bauen in Höhlen, wo dies nicht vorgesehen war, findet nicht mehr statt. Neu hinzugefügt. Dutzende neue NPC-Camps und Sehenswürdigkeiten auf Siebter. Drei neue Fraktionen kontrollieren jetzt verschiedene Teile der Insel. Die stygischen Söldner, Prinz Kaxus und seine Flotte sind auf der Nordostseite der Insel gelandet, wo die strategische und wirtschaftliche Bedeutung am größten ist. Schwarze Korsaren. Angeführt von Nkosi, dem Aschehaufen, sind die schwarzen Korsaren an der Westseite der Insel gelandet und treffen Kriegsvorbereitungen. Die Verfluchten. Diejenigen, die von teuflischer Magie durch die äußere Dunkelheit auf die Insel Siebter gezogen wurden, haben sich verändert. Sie leben im Sturm und sind nicht von diesem betroffen. Sie haben dunkle Pakte mit den Geschöpfen der äußeren Leere geschlossen und ihre Seelen für ein Leben in Finsternis und Tod verkauft. Den Siebterlagern wurden neue Aktivitäten hinzugefügt. Man kann Thralls aus Käfigen retten, an Altären für Buffs beten, Kundschafter Leichen und Gräber plündern. Wackelnde Lootkisten wurden hinzugefügt. Ebenso wurden neue Verkäufer und Geschichtseinträge den Geheimnissen von Isle of Siebter hinzugefügt. Das Innere des Turms von Siebter ist nun erforschbar. Welche Geheimnisse wirst du finden? Die wilde Flut wird durch die bekannte Purge-Mechanik ersetzt. Dies bringt nun neue und altbekannte Feinde aus den Exile-Gebieten nach Siebter. Walls wurden überarbeitet, um wiederholbare Endspielaktivität zu sein. Mit neuen Gegnern und Variationen, ebenso neuen Belohnungen, um sie für wiederholende Läufe interessanter zu machen. Neue Waffen, inklusive neuer Orbs und Granaten, neue Rüstungen, neue Crafting-Rezepte, neue NPCs und Künstler und andere Belohnungen sind nun verfügbar. Die Siegel wurden überarbeitet. Anstatt einen Buff gegen Sturmgegner bieten sie nun wertvolle Vergünstigungen, zum Beispiel Unbestechlichkeit, wodurch dein Charakter langsamer von Korruption betroffen ist. Erkunde Siebter, um alle Siegeleffekte zu erfahren. Der Offline-Modus für Einzelspieler wurde dem Spiel hinzugefügt. Gebäude und Platzierbare. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Wärmedämmung auf Siebter manchmal nicht berechnet wurde, wenn man an anderen Orten als dem Ufer gebaut hatte. Herstellungsänderungen.
Es ist nicht mehr möglich, die Einschränkungen der Forschungsbank zu überschreiben, indem man ein Element mit maximaler Haltbarkeit in die Verarbeitungsschlange packte. T3-Alchemisten kennen jetzt das Rezept für Öl. 4 neue Rezepte wurden dem Möbelhersteller Talent hinzugefügt. Die Rezeptanforderungen für die Stiefel der Stillen Legion wurden überarbeitet, um anderen Rezepten ähnlicher zu sein. Sie benötigen jetzt mehrlagige Seide anstelle von gehärtetem Leder. Kampfänderungen. Neue Sprintangriffe für alle Waffentypen hinzugefügt. Die Verwendung von Waffen auf einem Reittier sollte nun, wie ursprünglich geplant, die Ausdauer verbrauchen. Es wurden die restlichen Fälle behoben, in denen menschliche NPCs die Haltbarkeit eines Schildes mit ihren Angriffen bei doppelten Werten verringerten. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Heilung durch Lebensmittel unterbrochen wurde, wenn ein Angriff blockiert wird. Ebenso wurden die Spinnen überarbeitet, um würdigere Gegner zu sein. Sie haben nun eine neue KI, neue Angriffsmuster und neue Animationen und FX. AI und Begleiteränderungen. Du kannst deinem aktiven Begleiter nun eine Entfernung zu dir über das Radialmenü zuweisen, um nicht mehr dessen Atem in deinem Nacken spüren zu müssen. Der Riesenspinnenboss in den schlitternden Höhlen sollte nun spawnen, und zwar unabhängig davon, ob ein Gebäude über seinem Standort existiert oder nicht. Es wurde ein Problem behoben, bei dem menschliche NSCs, die einen Schild hielten, in dieser Animation stecken blieben. Einige Vault-Bosskämpfe wurden überarbeitet und denen, die keine Richtungs- oder Betäubungsangriffe hatten, diese hinzugefügt. Es wurde ein Problem behoben, durch das Gegner zweimal in bestimmten Vaults spawnten. Heilverbände können nun auch zum Heilen von aktiven Begleitern verwendet werden. Und ältere Wesen im Sturm haben ihren Belagerungsschaden an Gebäuden verloren. Purge-Änderungen. Konvergenzfallen wirken sich nun auf den Purge-Meter aus und können verwendet werden, um diese Anzeige zu füllen oder aber um eine Säuberung zu vermeiden. Die Purge ist jetzt auch auf der Insel Sipta aktiv. Balance-Änderungen. Reduzierter Erfahrungsgewinn beim Ernten um 50%. Reduzierter Erfahrungsgewinn beim Abbau von Kohle und Harz um 60%. Der Erfahrungsgewinn beim Abschluss von Reisefortschritten wurde um 20% erhöht. Alle Vault-Monster sind nun Stufe 60, was sie zu einer Endspielaktivität macht. Machtfragmente sollten nicht mehr in den Vault-Truhen zu finden sein. Stattdessen können sie als Teil der Belohnung für das Töten von Purge-Bossen auftreten. Schwarzes Eis auf Sipta wird nun von High-Level-Monstern geschützt, was seine Sammlung zu einer Endspielaktivität macht. Stealth und Schleichen ist jedoch immer noch eine Option für diejenigen, die sich der Herausforderung stellen möchten. Aloe wird nicht mehr benötigt, um grobe Heilverbände herzustellen. Der 50er Vitalitätsvorteil wurde von 5 auf 50 angehoben. Die niedrigstufigen Altarium-Waffenrezepte wurden entfernt. Da Vaults auf die Stufe 60 neu ausbalanciert werden, sind die einzigen Altarium-Elemente, die erforscht werden können, die hochstufigen Elemente. QOL-Verbesserungen. Es wurde eine Reihe von UI-QOL-Optimierungen hinzugefügt, wenn du mit einem Gamepad spielst. Dieses Tool ist noch in Arbeit. Generelle Bugfixes. Die Sandsturm-Effekte sollten nun keine Auswirkung auf Charaktere in einem Dungeon haben. Es wurde ein Problem behoben, durch das es möglich war, die Errungenschaften The Gem in the Tower in den klassischen Exile-Gebieten freizuschalten. Es wurde ein Problem bezüglich der Ausdauerkostenmultiplikators behoben, wodurch keine Ausdauer verwendet wurde, wenn er einen Wert kleiner als 1 hatte. Das letzte Siegel eines Spielers wird nun nach dem Tod entfernt, wie beabsichtigt. Wilde Fluten wurden von der Insel Sipta entfernt. Große Fluten können nun manuell an einem Flurschrein beschworen werden. Der Mahlstrom fügt jetzt keinen Schaden an Strukturen zu und erzeugt standardmäßig keine Belagerungsmonster mehr.
Pelikanköpfe können jetzt in der Flüssigkeitspresse für Blut und Knochen verwendet werden. Denn in Conan Exiles, genau wie in Norwegen und Teilen von Schweden, kennt das Konzept der Barbarei keinerlei Grenzen. Es wurde eine Reihe von gebäudebezogenen Aircon-Befehlen behoben, um wieder funktionsfähig zu sein. Orbs und Granaten sollten nun von bestimmten Oberflächen abprallen, anstatt in der Luft zu schweben. Admin-Konsolenbefehle werden hinzugefügt, um Kunststücke zu erlernen, Kunststücke zu vergessen und alle Kunststücke zu vergessen. Es wurde ein Problem behoben, das es unmöglich machte, die Reiseschritte, ein Reittier erhalten und einen tierischen Begleiter in den Exile-Gebieten freizuschalten. Einige Server- und Player-Einstellungen würden nach dem Neustart des Spiels standardmäßig auf die Anfangwerte gesetzt. Dies wurde nun behoben. Es wurde ein Problem behoben, bei dem es möglich war, eine Waffe von der Shortcut-Leiste abzulegen, während sie unter bestimmten Umständen ausgerüstet war. Es wurde ein Problem behoben, bei dem falsche Partikel beim Aufprall auf bestimmte Oberflächen abgespielt wurden. Die Einstellung dynamischer Gebäudeschadenzeitraum sollte nun ordnungsgemäß funktionieren. Die Standard-Server-Einstellungen wurden geändert, um Zeitbeschränkungen zu bereinigen. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass ein Charakter während des Aufsitzens feststeckte und die Animation ununterbrochen weiterlief. Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Spielercharakter in einem Zustand stecken blieb, der nach dem Beitritt zu einer Einzelspieler- oder Koop-Sitzung nicht mehr sprinten konnte. Listenserver. Neue Server-Einstellungen hinzugefügt, um zu steuern, ob ein Gebäude, das sich in einem geschützten Bereich mit einem geschützten Bereich überschneidet, vollständig zerstört wird oder nur Teile, die mit der geschützten Zone kollidieren. Wir werden mehr Informationen in einem weiteren Beitrag über diese Einstellung mitteilen, wie sie funktioniert und wie sie sich auf die offizielle und private Server auswirken wird. Terrain und Umweltänderungen. Einige Truhen, die auf Sipta gefunden wurden, waren leer. Dies wurde nun behoben. Es wurde ein Vault-Umgebungspuzzle behoben, das nach der Aktualisierung des Vaults nicht korrekt zurückgesetzt wurde. Animationen und Videoänderungen. Neue Animationen wurden den Sipta-Monstern hinzugefügt. UI und Textänderungen. Aktualisierte Stärke-Perk-Beschreibungen, um die Auswirkungen auf Angriffe besser wiederzuspiegeln. Unser Spellchecker-Team ist wieder einmal über seine Pflichten hinausgegangen und oder in die Folterkammer gesperrt worden und beschränkt sich darauf, eine weitere Runde herausragender Korrekturen an Tippfehlern und Grammatikirrtümern zu liefern. DLC-Filterungen im Handwerksinventar wurden geändert. Der Non-Filter zeigt jetzt nur noch die Rezepte für das Hauptspiel an. Eine neue Alle-Filter wurde hinzugefügt, um den vorherigen Keine-Filter zu ersetzen und zeigt alle Rezepte an. Der Streamer-Modus blendet nun die eindeutige Nummer aus der Freundesliste aus, wenn sie aktiviert wurde. Fokusaltäre und Steuerungen aus den älteren Konstruktionsleistungen sollten jetzt Informationen über Handwerksstandorte enthalten. Die Position der Fokusaltäre sollte nun auf der Karte markiert angezeigt werden, wenn sie erstellt wurde. Textinformationen zur aktiven Mahlstromwarnung im Zeichenstatistikbildschirm hinzugefügt. Und das Symbol des epischen, tropfenden Langschwertes sollte jetzt mit seinem Modell im Spiel übereinstimmen. Audioänderungen. Der Mahlstrom-Sound auf Sipta wurde optimiert, um ihn angenehmer für die Ohren zu machen. Und die Musikschleife im Hauptmenü wurde verbessert. Und das waren alle Informationen aus den Patchnotes. Diese waren recht umfangreich, sodass ich nun gute 4 Stunden und 2 Kannen voll Kamillentee später kaum noch Stimme habe. Wie auch am Anfang gesagt, wird es im Laufe der Zeit auch hier Änderungen geben. Sollten diese Änderungen herausragend wichtig sein, werde ich sie entsprechend übersetzen und euch weitergeben. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat.
Wenn dem so ist, würde ich mich über eure Unterstützung sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und sage bis bald. Macht es gut. Bye bye.